Ja, was passiert eigentlich, wenn ein Trainer seine Mannschaft nicht auf dem Spielfeld unterstützen darf? Darüber spreche ich heute mit Dirk Groß, dem Cheftrainer des VC Wiesbaden. Lieber Herr Groß, es gab zwischen Ihnen und dem Trainer des SC Potsdam am vergangenen Wochenende eine Auseinandersetzung. Daraufhin wurden Sie beide von der Volleyball-Bundesliga für ein Spiel jeweils gesperrt. Was bedeutet es denn für Sie konkret und für die Mannschaft am Sonntag, wenn Sie gegen Stuttgart hier aufspielen? Ja, ist schon eine sehr interessante Situation für uns. Denke mir, für die Spielerin als auch für uns ist das das erste Mal. So eine Situation haben wir halt nicht so oft. Und es ist natürlich ärgerlich, dass ich da meine Mannschaft nicht unterstützen kann. Im Nachhinein ärgert mich das schon sehr. Aber ja, so ist nun mal die Situation. Damit müssen wir klarkommen. Und ich bin mir sicher, halt, die Mannschaft ist gut vorbereitet. Meine Trainerkollegen sind sehr gut vorbereitet und ich bin da zuversichtlich, dass wir das Spiel, auch wenn ich nicht dabei sein darf, unten in der Zone und nicht auf der Bank sitzen darf und direkt die Mannschaft coachen darf, dass wir es gut schaffen werden, den Gegner zu bespielen. Ihr Co-Trainer, der Christian Sossenheimer, wird Sie an der Linie vertreten. Welchen Rat geben Sie Ihrem Kollegen denn mit? Ja, dem brauche ich nicht viele Ratschläge geben. Das ist ein sehr guter Trainer und der hat schon sehr, sehr viel Erfahrung. Der stand schon öfter mal in der Situation, dass er den Cheftrainer ersetzen musste und ist da drin schon sehr, sehr geübt. Ich habe da vollstes Vertrauen. Er war voll mit dabei und eingebunden in der Vorbereitung gegen Stuttgart, mit der Videovorbereitung, mit unserem Matchplan ist er vertraut und natürlich auch ist er im tagtäglichen Training mit dabei. Ich denke mir, dass wir das alles vorher noch besprechen werden, natürlich konkret. Aber während des Spiels werde ich einfach nur als Zuschauer da sein, das Beobachten, das Treiben beobachten und habe da vollstes Vertrauen, dass er seinen Job so gut wie möglich macht. Frage zum Abschluss. Waren Sie schon mal in einer ähnlichen Situation und wie gehen Sie persönlich damit um? Ja, wie gesagt, ist das erste Mal für mich. Also mit meinen 54 Jahren kann ich also noch viele Sachen dazu lernen und erfahren. Es ist ja natürlich sehr, sehr ärgerlich, besonders wie die Situation auch von Potsdam geschildert wurde. Es ist so halt, dass ich denke mir, dass natürlich jeder Trainer möchte, das Beste für den Spieler möchte, jeder Trainer möchte das Beste für die Mannschaft und für den Verein. Und wir sind natürlich auch immer Konkurrenten. Aber es gibt eben auch ein vor dem Spiel und ein nach dem Spiel halt. Und da denke ich mir, da kann man also ganz normal respektvoll miteinander umgehen. Das ist eben nicht geschehen auf der anderen Seite. Das habe ich auch dann eben gesagt, dass es respektlos ist und kein gutes Verhalten ist. Ja, und daraufhin hat diese ganze Eskalation eben angefangen halt. Mein kluger Rat wäre natürlich beim nächsten Mal, mich dann da nicht mehr mit einzuschalten halt. Aber darum geht's. Es fehlt halt einfach, finde ich jedenfalls im Volleyball. Wir sind nur 12 Bundesliga-Trainer und dann denke ich mir, ist es schon wichtig, dass wir dort die Sportart nach außen gut vertreten. Ich natürlich auch. Und dass wir dort eben auch alles dafür tun, die Sportart gut zu zeigen, zu präsentieren. Und da spielen wir Trainer natürlich eine große Rolle. Ich denke, das muss dann in der Zukunft besser werden, dass wir einfach da miteinander besser umgehen, weil es natürlich nicht sein darf, dass man dann eben nach dem Spiel oder so sich dann so verhält. Vielen Dank für Ihre Einschätzung und alles Gute für Sonntag. Dankeschön.